Hallo. Hier ist Podcast von Sven Heidenreich. Podcast. Der Podcast von Sven Heidenreich. Podcast von Sven Heidenreich. Ja, Podcast von Sven Heidenreich. Podcast. Podcast. Podcast von Sven Heidenreich. Podcast. 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 Der Podcast von Sven Heidenreich. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast von Sven Heidenreich und wir haben die Folge Nummer 368. Ja, 368 und ich werde mir jetzt einen schönen Cappuccino machen und wir haben ja noch eine halbe Stunde. Dann hat nämlich Flo Geburtstag und das wollen wir so ein bisschen, ein bisschen celebrieren, natürlich leise. Deshalb habe ich das Gerät jetzt auch an meinem Schlafanzug dran. Ja, ich bin im Schlafanzug. Und da es Audio ist, sieht es keiner. Schön, oder? Das ist das Schöne an Audio. Ja. Also wenn ich für etwas Werbung machen wollen würde, wäre es Audio. Jetzt werde ich also wieder den Wasserkocher anschließen und dann werden wir so langsam in Flo's Geburtstag rein cappuccinieren. Neues Wort. Und finde ich auch ganz gut, denn das ist auch wieder mal was anderes im Gegensatz zur letzten Folge letztes Jahr. Ich glaube, da haben wir einfach nur so Flo zum Geburtstag gratuliert und diesmal dann mit ein bisschen, ja, so ist das. Dann werde ich mir jetzt mal meinen Cappuccino machen. Ihr hört übrigens wieder den Olympus DM720 in Flo's Lieblingseinstellung, sogar in automatisch. Und weit 1. Ja. Und der Wasserkocher läuft. So. Jetzt machen wir noch Folgendes. Wir brauchen noch eine Tasse. Diese leichten Versprecher, die kommen, aber das ist nun mal so. Ja. Genau. Ja. Wollen wir das mal tun? Denn brauchen wir jetzt noch den Cappuccino. Da ist der Cappuccino. Cappuccino. Ja, Cappuccino passt ja auch, denn Flo mag ja auch Italien und deswegen, ja, Cappuccino, ey. Ja. Also. Es ist jetzt kurz nach 11:30 und schauen wir mal, ob wir es bis 0 Uhr schaffen. Aber ich denke mal schon, denn die letzten Podcasts waren ja auch länger. Insofern wird es ein ganz gemächlicher, ruhiger Podcast. So, im Hintergrund rauscht nicht das Meer, sondern der Wasserkocher. Löffel. Dann machen wir wieder zwei Löffel, das schmeckt besser und ist auch fast fertig, sieht ihr da. Genau. Kommt erstmal wieder der Cappuccino weg. Immer gleich alles weg.
Zack. So. Jetzt spüle ich noch. Cappuccino kommt hier hin. Genau. Nein. Und du gehst runter. So. Ja. Wenn wir das mal schön sauber machen wieder. Ja. So. Genau. Stellen wir mal dahin. Gut. Der Löffel kann wieder. Der Löffel kann wieder in die Schublade rein. Schublade rein. Schublade rein. Der Löffel kann wieder in die Schublade rein. Schnubbel, bubbel, bie. So. Oh, damit das Wasser nochmal ganz heiß ist. Ich muss nochmal kurz aufkochen lassen. Genau. Katze. No. Er lernt es nie. Aber bei so einer Aktion darf der Kater einfach nicht in der Nähe sein, denn wir haben hier heiß Wasser. Das wäre nicht so günstig. Gut. Jetzt gießen wir erstmal. Nein, verbrühen möchte ich mich eigentlich nicht gerne. Gut, wir verbrühen uns nicht, keine Sorge. Da, wir verbrühen uns nicht, nein, wir sind keine Brüher. Na gut, so ist gut, so ist noch genau richtig. Ne? Und jetzt auch ausleeren. Wir sind keine Brüher, my friend. Wir sind keine Brüher. So, das hätten wir. Und jetzt schieben wir noch raus aus dem Stromnetz. So, und jetzt haben wir hier den Cappuccino. Den Cappuccino, den Cappuccino. Falalalala, falalalala. Jetzt rühren wir ein bisschen. Muss ich ja auflösen, ist ja klar. Setze ich mich mal ganz gemütlich auf diesen wunderbaren Stuhl, habe immer noch mein Gerät sozusagen an meinem Schlafanzug, ne, damit ihr mich direkt hört. Deshalb haben wir auch automatisch gewählt, damit es einfach mal ein bisschen direkter ist. Ist mal wieder ein Wasser und zum Wohl. Und warten wir den Countdown ab zu Flo's Geburtstag.
Ja, wir haben es jetzt schon. Ich gucke mal auf die Uhr. Es ist 23:40 Uhr. Genau, also noch 20 Minuten. Noch 20 Minuten bis zum Tag, an dem Flo Geburtstag hat. Oder auch den Heiligen Dreikönig-Tag, aber die interessieren uns nicht. Nur Flo's Geburtstag ist wichtig. Ja, und ihr werdet ja merken, oder ihr habt gemerkt, ich werde bei diesem Podcast, bei dieser Folge, um sie so ein bisschen, was heißt, ein bisschen rauszustechen zu lassen, also ich werde ich habe ja das erste Intro als Anfang genommen und werde das zweite Intro als Ende nehmen. Jo. Genau. Einfach damit auch mal die Intros anders genutzt werden. Das gleiche werde ich auch vielleicht mal mit den Outros machen, dass ich auch mal ein Outro als das erste Outro als Anfang nehme und das zweite Outro als Ende. Ne? Dann hat man halt mal ein Instrumentalanfang, ein Instrumentalintro, also Outro. Also so werde ich einfach mal ein bisschen variieren, damit auch die Intros und Outros auch mal anders genutzt werden. Naja, der Vorteil daran ist, dass ihr natürlich am Anfang und am Ende nicht dasselbe Lied habt, sondern halt unterschiedliche Musiken. Das kann man ja auch mal machen. Also warten wir jetzt die 20 Minuten noch ab. Und ich beende dann den Podcast nachdem, ja, auf jeden Fall nach 12. So ein bisschen wie Silvester, finde ich, ne? So ein Countdown. Ne? Halt ein bisschen ruhiger, aber ja. Irgendwas auseinander nimmt oder irgendwo kratzt, wo er nicht kratzen soll. Keine Ahnung, was der da mal macht. Na. Mal gucken, was der da macht. Ich habe eigentlich... Ach, da ist er wieder. Gut, ich habe aber eigentlich alle Schubladen, glaube ich, zugemacht. Mal gucken. Gut, alle Schubladen sind aber zu, also er kann jetzt nirgendwo ran. Nochmal sicherheitshalber geguckt. Oh, ich lasse jetzt auch das Gerät am Schlafanzug, denn ja, so klinge ich nicht so verschwommen und ihr hört mich halt. Und dafür ist ja automatisch ja auch ganz gut. Ne? Ich habe es jetzt direkt, also das Gerät hängt unter meinem Kinn sozusagen, müsst ihr euch vorstellen, so dass ich noch in den Raum spreche. Ne? Also das, ja, so kann man das doch machen, denke ich. Dieses Geräusch, was ihr gerade gehört habt, dieses, das macht mein Kater immer. Also diese tiefen Mautzgeräusche oder wie man die nennt, ich weiß nicht, wie man sie nennen würde, jetzt als Fachsprache, das macht er immer, wenn er so drauf ist, also wenn er spielen will, wenn er so, also wenn er aktiv ist, wenn er, dann macht er immer dieses, ne, so.
daran merke ich halt, aha, jetzt ist er sozusagen auf Bravour, sagt man ja. Ne? Also er will spielen, er will sich betätigen und das ist dann meistens die Phase, wo er dann mit den Mädels spielen will und die wollen aber nicht und knurren dann und ja. Habe ich aber bis jetzt auch nur bei ihm erlebt. Also der alte Blackie hat so eine Geräusche nicht gemacht. Also das ist wieder so ein Merkmal von ihm so. Ja, mal gucken, wann ich die Booster-Impfung kriege. Ich hoffe ja, dass das klappt mit der Firma, dass wir uns da impfen lassen können, also mit der Werkstatt, dass wir uns da impfen lassen können. Jetzt haben wir ja erstmal so einen Schrieb ausgefüllt, wie gesagt, dass wir damit einverstanden sind. Und ich denke mal, dass demnächst, ich hoffe, dass sich genug Leute melden, die noch eine Booster-Impfung brauchen. Und dass das dann auf der Arbeit gemacht wird. Dann brauche ich nämlich keinen Tag irgendwie frei zu nehmen oder mit Krankenschein und oder sowas. Na gut, wir würden ja auch versuchen, einen Termin nachmittags zu kriegen, aber ja, ich fände es ganz gut, wenn es klappt mit der Arbeit, weil dann brauche ich keinen Tag Urlaub und oder frei oder sowas und dann kann das alles auf der Arbeit stattfinden. Sonst geht es mir gut. Ich habe auch vorgeschlafen. Deswegen kann ich das ja jetzt machen mit 0 Uhr. Auf Flos Geburtstag mit Cappuccino trinken. Denn ja, ich habe geschlafen und wenn ich so kurz vor 1 oder was oder vor 12:30 die Folge hochlade und dann nochmal mich hinlege, dann geht das. Deshalb habe ich ja schon meinen Schlafanzug an, damit ich ja, ist auch gemütlicher mit Schlafanzug, wenn man hier auch sitzt, finde ich. Ne? Also ich weiß gar nicht, warum ich früher oder warum ich oft nie so oft einen Schlafanzug getragen habe. Eigentlich ist ein Schlafanzug eine schöne Sache. Ich habe auch so etwas dickere Socken, die ich mir dann immer anziehe, damit die Füße auch nicht kalt sind. Gut, die Heizungen sind alle auf 3. Also ich habe Heizung an, aber ich bin ja so, ich habe es ja liebend gerne etwas wärmer und mollig und deswegen ziehe ich mich halt auch gerne mal und vor allem, wenn ich hier so sitze, so wie jetzt, dann ist das schon bequemer. Ja. Nö, sonst. Arbeit haben wir immer noch nicht. Das heißt also, es war jetzt schon der dritte Tag ohne Arbeit. Ich hoffe ja immer noch, dass morgen was kommt. Es sollen wohl noch mal diese Zahnräder kommen. Ich hoffe ja, dass sie morgen oder vielleicht sogar Freitag, morgen wäre mir eigentlich lieber, mir persönlich. Aber gut. Lassen wir uns mal überraschen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn es Arbeit gibt. Ja. Also wenn man hier wirklich 2 Esslöffel reinmacht, braucht man echt keinen Zucker mehr. Es ist, der schmeckt wirklich gut. Ist schön cremig, der Schoko Cappuccino.
Ja, Cappuccino ist alle. Gut. Ich werde mir noch einen machen. Ist doch alles kein Problem. Schaffen wir. Kriegen wir die Zeit bis 12 Uhr auch rum. Wir haben es ja bloß noch 10 Minuten. So. Und damit es etwas schneller geht, mache ich auch nicht ganz so viel Wasser rein. So, mal gucken. Rutsch doch mal, Tasse. So. Genau, das reicht schon. Dicker ab. So. Da, da, di, da. Da, da, di, da. So. Wir brauchen wieder den Cappuccino. Wir brauchen wieder einen Löffel. Genau. Was sind nur für Geräusche? Nummer 1. Nummer 2. Damit. Wasser schon? Sehr schön. Ja, schön, wenn das so läuft. Gut, wieder im. Das passiert alles wieder im Waschbecken natürlich. Denn ich habe keine Lust, dass mir was daneben fällt. Ich meine, es ist ja nur Wasser, aber. Heiß. Aber egal. Dicker ab. Ab. So. So. Ja, das ist mal mit Heißwasser und Kater. Finde ich nicht so lustig. Ist da, Leute, Leute. So. So, das hätten wir. Cappuccino ist so gut wie voll. Ja. Ja. Brauchen wir bloß noch ausleeren. Genau.
Tada. Und natürlich aus der Steckdose ziehen. So. Haha. Schon erledigt. Jetzt ein bisschen. Die Tasse und stelle sie auf den Tisch. So. Setze mich auf meinen Stühlchen, Stühlchen. So. Ein bisschen rühren nochmal. Gut, wie spät haben wir es? Leute, noch 4 Minuten, dann hat Flo Geburtstag. Ja, wunderbar. Und wir werden diesen Cappuccino auch erst dann anfangen, wenn der Geburtstag ist. Also warten wir jetzt noch 4 Minuten. Ja, ich zähle nicht runter, keine Sorge, Leute. Aber wir warten. Wir warten. Ja, wenn man auf etwas wartet, können 4 Minuten natürlich total lang sein. Ne? Ihr kennt das sicherlich auch, ne? Wenn ihr euch zum Beispiel irgendwas warm macht oder so und stellt eine Zeit ein, dann ist das manchmal so lang. Ja? Und dann denkt man, oh, es sind eigentlich nur 4-5 Minuten, aber diese 4-5 Minuten dauern eine Ewigkeit. Ja, so kann das kommen. Aber diesen 12 Uhr Cappuccino, ja, den hat Flo auf jeden Fall verdient, auch wenn er ihn selber nicht trinkt, aber du kannst ihn ja dann virtuell sozusagen trinken und ja. Das ist die Podcast von Sven Heidenreich Stille. Ja, genau. Die Podcast von Sven Heidenreich Stille. Nennen wir es so einfach mal so. Gucken, was sagt die Zeit? Noch, Leute, 1 Minute noch. Naja, gut, lassen wir das. Gehen jetzt nach der sprechenden Uhr. Ich weiß, die geht ein bisschen nach, aber macht ja nichts. Es ist 0 Uhr. Wir haben den 6. Januar 2022 und ich, Flo, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Ich wünsche dir Gesundheit, ich wünsche dir Durchhaltevermögen bei allem, was du so anstrebst und anpacken möchtest und, oder anpacken und anpacken musst. Wünsche ich dir auf jeden Fall viel Kraft und viel Durchhaltevermögen und lass dich nicht unterkriegen, mach weiter so, bleib deinen Dingen treu, die du machst und ja, du bist wirklich ein treuer Freund und ein treuer Podcast von Sven Heidenreich, Hörer und das,
wie gesagt, ist etwas, was ich dir nie vergessen werde, ne, weil du ja wirklich jede Folge hörst. Und dafür, ja, möchte ich einfach Danke sagen. Und ja, ich wünsche dir, dass du heute einen schönen Tag hast, einen wunderschönen Tag. Und ja, genieß diesen Tag einfach. Und ja, wir werden ja nachher auf jeden Fall telefonieren. Und ja, alles, alles Gute auf jeden Fall von Podcast von Sven Heidenreich. Und ja. Und darauf trinken wir jetzt, weil da du ja, ne, ein Italienfreund bist, trinken wir jetzt natürlich einen E Cappuccino. Wow, wow. Und natürlich Jan Tenner ist auch dabei. Ja, ich möchte auch Flo zum Geburtstag gratulieren. Ach, interessant, Jan Tenner. Ja, alles Gute, Flo, zum Geburtstag und wow. Oh, Jan Tenner macht selber wow. Professor Futura? Ja, ich kann den Flo auch zum Geburtstag gratulieren. Also herzlich Gutes. Und ja, schön, dass du unsere Serie weiter verfolgst und immer wieder kaufst, und ist schön. Wunderbar. Ja, von mir natürlich auch. Genau, Frau Bild, ich kann nicht so laut reden. Schlimm, wenn ich leise reden muss. Bei der Armee rede ich nie leise. So ein Schwachsinn, ich gehe gleich ins Hauptquartier, da kann ich wenigstens laut sein. Also alles Gute von mir auch zum Geburtstag. Ja, Laura ist natürlich nicht da, aber auch die wünscht dir natürlich alles Gute zum Geburtstag. Werde ich mal davon ausgehen. Ja, und ja, jetzt trinke ich einen Schluck auf deinen Geburtstag und auf, ja, darauf, dass du heute einen schönen Tag hast. Und ja. Mit Cappuccino. Ich stelle mir gerade vor, man geht so ins Geschäft rein. Entschuldigen Sie, haben Sie Cappuccino? Cappuccino was? Cappuccino. Ja. So haben wir einfach mal in den Geburtstag reingequasselt. Genau. Gerd Schröder, möchten Sie Flo auch noch mal gratulieren? Ja, kann ich ja machen. Also alles Gute von mir und der SPD, obwohl ich bin ja eigentlich, also ich meine, ich bin ja, egal, es geht ja nicht um mich heute, was ich persönlich sehr schade finde, weil eigentlich bin ich ja die wichtigste Person, ja, aber gut, man sieht das ja hier anders und deswegen bin ich auch etwas beleidigt. Aber ja, gut, man muss ja da irgendwie mitschwimmen. Also alles Gute von mir auch zum Geburtstag. Viel Glück und ja, mach weiter so, nicht? Ich mache ja auch weiter so, nicht? Helge. Ja, ich wünsche den Flo natürlich auch alles, alles Gute zum Geburtstag und hoffe, dass viel Helge noch in deinem Leben ist. Weil Helge ist wichtig, weil man muss ja auch für den Verkauf der CDs und DVDs ein bisschen Werbung machen, denn man verkauft ja heutzutage nicht mehr viel. Also wäre nett, wenn du von mir so ein paar CDs kaufst, damit ich als Künstler mir noch ein drittes Haus leisten kann oder ein viertes. Weil nur eins reicht mir nicht. Brauche mehrere Häuser. Deswegen wäre nett, wenn du von mir ein paar CDs kaufst. So 100 Stück. Weil das ist so eine Summe, die finde ich gut. Wenn dann jeder Hörer auch wirklich 100 Stück kauft. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt ein Haus hat, ehrlich gesagt. Aber ja, ich gehe mal davon aus, dass er, ich habe irgendwo mal einen Bericht gehört, dass er, also er hat natürlich nicht mehrere Häuser, ist jetzt Quatsch, jetzt Comedy, aber ja, aber so einen Satz würde er wahrscheinlich bringen, so als Comedy, ne? Von den kauft man bei CDs von mir, damit ich mein
das Haus mir leisten kann. Ja, so ein bisschen, ich finde diese Art von Humor so geil, dieses, auch wie der Bürgermeister mal gesagt hat, ich kann ja, also gut, der hat es natürlich wirklich so gemeint, also war natürlich auch Quatsch, ne? Aber da hat, beim Flohmarkt, glaube ich, war das, ich kann ja auch diesmal nur fünfmal in die Karibik, nee, viermal in die Karibik fahren, nicht nur nicht fünfmal, sondern viermal, ne? Also das ist herrlich, diese. Und Herr Blindenberg? Ich wünsche natürlich auch dem Flo alles Gute zum Geburtstag und viel Dippendüttel. Ist ganz wichtig, immer Dippendüttel haben. Ja. Knödelhannes. Ja, also ich gratuliere grundsätzlich niemandem zum Geburtstag. Das ist so eine Eigenschaft von mir, weil ich... Ja, komm, jetzt sei mal ein bisschen Anstand, Knödelhannes. Ja, okay. Ich meine, gut, ich bin ja der Erfinder des Knödelns. Ich habe ja für Louis Armstrong und für so eine... Ja, schon klar. Erzähl doch nicht so ein Blödsinn. Ja gut, also alles Gute, Flo, zu deinem Geburtstag. Aber mehr sage ich jetzt nicht, weil ich grundsätzlich nicht für Geburtstag Grüße bin. Ja gut, ich werde mich daran erinnern, Knödelhannes, wenn du Geburtstag hast. Nee, das ist was anderes. Wenn ich Geburtstag habe, möchte ich, dass Straßen abgesperrt werden und am besten noch Länder abgesperrt werden. Und das praktisch... Ist schon klar. Wer feiert schon deinen Geburtstag, Knödelhannes? Hat das Knödel erfunden. So ein Blödmann. Naja, egal. Was? Nichts, schon gut. Ja, wir haben heute mal wieder Filme geguckt. Unter anderem war auch mal wieder der Garfield-Film an der Reihe mit Thomas Gottschalk als Garfield. Also, nee, es geht überhaupt nicht. Also, nichts gegen Thomas Gottschalk, ja. Also, ich mag Thomas Gottschalk, aber Garfield, der muss so sprechen. Ja, das ist, ich meine, gut, im Original ist es halt auch anders. Also der hat ja da nicht die Schuld, sondern es ist ja so, dass Garfield vorgegeben ist letztendlich. Und ja, dass natürlich Garfield anders gesehen wird. Aber für mich war der einzig wahre Garfield Harpe Kerkeling. Und wie der den Garfield dargestellt hat, also so würde ich ihn auch darstellen. Ja, das ist einfach... Ich hasse Montage. Ja, Leute von heute, dann wollen wir mal. Hey John, es riecht nach Frühstück. Garfield, es gibt Frühstück. Komm, Diät. Diät, nein. Sag mal John, was glaubst du eigentlich, wer ich bin, dass ich hier Diätfutter fresse? Ich will meine Lasagne. Nein Garfield, du bist zu dick. Ich glaube, ich muss mich mal wieder um deinen Fernsehsessel kümmern. Garfield, nicht den Fernsehsessel. Verdammter Garfield, mein schöner Fernsehsessel. Selbst schuld, wenn du mir Diät fressen gibst, John. Oh, der Kern eines Sessels ist immer schön weich. Warum wollt ihr sich nicht gleich einen Stoffsessel? Nein, es muss Leder sein, so ein Blödsinn. Schön Stoff, weichen Stoff, dann brauche ich den Sessel auch nicht aufkratzen. Ach, jetzt kuschel ich mich in diesen Stoff hier rein, also in dieses aufgekratzte. Und schlafe. Ja, so würde ich den Garfield halt darstellen. Ich meine, Harpe Kerkeling kann das natürlich um Klassen besser. Ist logisch. Aber das ist für mich einfach Garfield, ja, und... Das ist so ein bisschen so zu vergleichen, wie wir halt den deutschen Alf haben. Ne? Ich meine, der spricht halt so, wie er ist. Und wenn man ihn dann natürlich im Original hört, also wenn ich mir vorstelle, wenn nochmal eine Alf-Verfilmung kommt, dann wird es natürlich Tommy Pieper wahrscheinlich nicht mehr den Alf machen, sondern dann würde wahrscheinlich auch irgendein anderer den Alf machen. Und das wäre natürlich, der spricht dann wahrscheinlich auch ganz normal.
Oder immer jemand würde versuchen, Tommy Pieper nachzumachen. Ich meine, gut, Flo könnte das ja, der kann ihn ja super nachmachen. Aber gut. Aber gut, man würde ja Alf wahrscheinlich nochmal richtig neu machen. Gehe ich mal davon aus. Und diese ganze Serie wahrscheinlich umschreiben. Gehe ich mal davon aus. Vielleicht würde man auch einfach einen anderen Alf nehmen und würde sagen, es ist jetzt nicht Gordon Shonway, sondern irgendein außerirdisches Wesen. Das nennen wir halt Alf und würde diese Serie ganz anders aufbauen, schätze ich mal. So auf heutige Zeit. So einen jungen Alf machen, so einen, ja. Ich stelle mir gerade vor, so eine moderne Alf-Serie, so auch so mit, wo dann so TikTok erwähnt wird und WhatsApp und so, ne? Und dann so. Ja. Der kracht halt ja nicht in die Garage, sondern der kracht halt dann in irgendein Callcenter rein oder so. Oder in so ein. Oder jemand macht gerade Homeoffice und dann kommt Alf, ne? Ist jemand gerade bei einer Videokonferenz? Dann, ups, scheiße, was ist das da oben? Ja. Ich glaube, Blackie ärgert wieder Mieze. Cappuccino ist alle. So, jetzt nur noch die Tasse sauber machen. Ja, Flo, das ist also heute dein Geburtstag. Und was gibt es dazu noch zu sagen eigentlich? Letztendlich, was ist ein Geburtstag? Man wird ein Jahr älter. Und ja, ich sehe die Sache ja auch immer so, dass ich mir sage, ja, ein Geburtstag ist immer noch ein schöner Tag. Man freut sich natürlich über die Leute, die an einen denken. Aber ich sag's immer wieder, ich freue mich immer über Sachen, die, ja, mit denen ich gar nicht rechne. Also, ich finde es halt cool. Also, ich mag halt diese Regelmäßigkeiten nicht. Ne? Also, klar freue ich mich über jeden Freund oder jeden Kumpel, der anruft oder der sich meldet oder der sagt, alles gut zum Geburtstag. Aber ich meine, es ist ja auch schön, wenn jeder Geburtstag so ein irgendwas Besonderes hat. Ja, also, wenn du zum Beispiel, wenn man zum Beispiel, ja, man wird jetzt, also ich werde zum Beispiel 44 am 23. Februar. So, wenn ich zum Beispiel sagen kann, am 44. Geburtstag ist das und das passiert. Ja, so. Und deshalb bin ich auch kein Freund von Regelmäßigkeiten. Ja, also es gibt ja Leute, die sind immer gleich dann beleidigt, wenn man sich bei denen nicht meldet zum Geburtstag oder so. Und bei mir ist das überhaupt nicht so, weil ich einfach sage, mein Gott, dann meldet er sich halt am nächsten Geburtstag oder einen Tag später. Oder. Also, und das ist ja gerade auch dieses Überraschende, ne? Wenn man dann, weiß ich nicht, dann hört man halt an einem bestimmten Geburtstag von dem und dann denkt man, oh, geil. Und dann freut man sich. Ne? Also nichts ist schlimmer wie Routine und Regelmäßigkeit. Natürlich ist es auch schön, wenn die Leute, die an einem denken, die mit denen man am meisten zu tun hat, an einem denken und sich auch dann melden oder mit
dem man was zusammen machen kann. Aber auf der anderen Seite, ja, so ein bisschen was Frisches im Leben braucht man natürlich auch. Ne? Und ja, man hat schon genug Sachen im Leben, die wie Routine ablaufen. Und von daher, ja, zum Beispiel, dass die Mia Mautz, das ist auch Routine. Ja, das ist auch irgendwann, ja, könnt ihr auch mal was anderes machen außer Mautzen, aber nein. Ne, meine Süße? Hm? Ja, mautzte, ja, machst du dich bemerkbar, ne? Das Härchen dich streichelt, ne? Ja, meine Süße. Und schnurren tut sie. Ja, ne? Hier ist Härchen. Da ist dein Härchen. Ja, da ist dein Härchen. Ne? Ja. Ja, die ist schon eine Liebe. So, Leute von heute, dann werde ich nämlich die Folge mal bearbeiten. Also nicht mit, ich werde sie nicht, bearbeite sie nicht, naja doch, eigentlich schon. Sondern ich mache das jetzt wirklich so, dass ich das erste Intro als Anfang nehme, das zweite Intro als Outro. Ja. Mal gucken, wie das so kommt. Vielleicht mache ich das sogar öfter so dann. Vor mir liegt Mieze. War das noch nebenbei? Ja, Mieze. Ach so, du stehst ja schon, siehst du. Mieze ist schon. Gut, dann wollen wir das mal alles hier machen. Ich habe hier einen Pewter. Diesen Pewter. Ja. Ja, so ist es, Leute. Da, da, die, da, da. So. Dann brauchen wir jetzt natürlich auch die Tastatur. Das ist logisch, oder? Weil ohne Tastatur können wir das alles nicht machen. Ne? Ja. Ja, ich weiß, du verbindest dich jetzt gerade wieder mit meiner Bluetooth-Box. Kannst du ja auch machen. Aber musst du nicht. Denn die brauche ich jetzt nicht. So. So, setze ich mich mal hier hin und werde die Box mal ausschalten hier, die immer wieder mit angeht, weil sie, oh, war die falsche Box, kommt davon, wenn man zwei davon hat, die war schon aus, so, sehr schön, alles wunderbar. Jetzt warten wir mal, bis der Rechner hochgefahren ist. Ja, auf jeden Fall war das jetzt mal Podcast von Sven Heidenreich, Folge 368. Ich nenne ihn auch so. Also ich schreibe jetzt nicht rein, wir feiern den Rhein oder sowas, weil es stimmt ja letztendlich nicht wirklich. Wir quatschen uns in Flo's Geburtstag rein. Also das ist ja eher so. Aber nein, es ist äußerlich eine ganz normale Folge, aber im Innern halt mit Herz, sage ich. Ja. Und ja, lassen wir den Rechner noch ein bisschen arbeiten. Na, ja, habe ich das Gerät halt die ganze Zeit mal am Schlafanzug gehabt. Das ist gar nicht mal so, das ist gar nicht mal so unpraktisch, so ein Schlafanzug, finde ich. Aber das nur nebenbei. ja, das liebe ich so an Audio. Ja. Egal, wie man rumläuft, es ist eigentlich vollkommen egal. Ich kann erzählen, was ich will. Aber warten wir jetzt einfach ein bisschen, bis der Rechner sich synchronisiert hat. Und dann laden wir die Folge hoch. Ja. Mit Intro. Und Intro, Outro. Ja, es sind ja zwei Intros, ne? Aber egal.
war der Wasserkocher, der knackt. Ja, rausgezogen habe ich ihn ja. Das ist immer wichtig, dass das alles nicht unter Strom steht. Lass mal die Katze irgendwie gegenkommen, gegen den Schalter. Dann kocht der Wasserkocher, obwohl er gar kein Wasser hat. Ich meine, dann geht er an und dann wird er heiß und dann, naja, das sind alles so Sachen, ne? Die man eigentlich nicht will, sage ich mal. Das ist immer alles, ja, bei Katzen muss man viel bedenken. Also, wenn man jetzt als Blinder, meine ich, als Sehender, hat man die Sache natürlich anders im Griff, aber gerade als Blinder muss man natürlich vieles bedenken und, naja. Genau, NVDA ist auch da. Genau. Ich gucke noch mal kurz, ob Dropbox auch. Ja, er braucht noch ein bisschen, um zu synchronisieren. Das heißt, solange können wir das Gerät ja auch noch laufen lassen. Das will jetzt keiner wissen. Ja, im Hintergrund hört ihr Blacky. Und das ist auch gut so. Blacky will Flo auch zum Geburtstag gratulieren. War Blacky? Das ist kein Problem. Ne? Ist alles machbar. Leute von heute, es ist machbar. Gut, wir können die Folge aber schon mal langsam beenden. Das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 368. Ja, wir quasseln in Flo's Geburtstag rein. Und ja, Flo, nochmal alles Gute und hab einen schönen Tag. Und an euch allen, wir hören uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Das wird die 369 sein. Ja, das war wieder mit Olympus DM720 in automatisch am Schlafanzug 320, weit 1, mit Center-Mikrofon, ohne Low-Cut-Filter. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Podcast von Sven Heidenreich. Der Podcast von Sven Heidenreich. Podcast von Sven Heidenreich.